Hallihallöche, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Strange Before the Storm. Die letzte Episode ist raus. Ja, heute ist der 20. Eigentlich habe ich Frühschichtwoche. Eigentlich würde ich nicht zum Aufnehmen kommen heute. Aber Frauchen und Sohn sind einkaufen. Deswegen habe ich kurz Zeit, eine Weile anzuzocken. Ich kann es nicht erwarten. Episode 3, die Hölle ist leer. Endlich ist es da. Und ohne weiter Gequatsche, weil ich nicht weiß, wann die zwei zurückkommen, fangen wir jetzt an. Was? Vorherige Episode beenden, um zu spielen? Oh nein, die Speicherstände fehlen. Oh nein, die Speicherstände fehlen. Ach was, das gibt's doch nicht. Was mache ich denn jetzt? Nochmal alles durchspielen. Heimlich. Na gut, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als nochmal durchzuspielen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Freunde, und da bin ich wieder zurück. Und ja, alles nochmal gespielt. Deswegen legen wir jetzt los hier mit Episode 3. Die Hölle ist leer. Na, achso, Episode Beginn. So, jetzt aber. Ich hoffe mal. On Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is wailing. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Bam. Und damit hat Episode 2 aufgehört. Das haut rein. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. Jetzt bin ich aber mal gespannt. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah, your birth mother. Was? I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. Ich bin hier. I'm right here. Good. I need you. Sollen wir hingehen? Ja. Wenn sie uns braucht, auf jeden Fall. Wir gehen zum Fernglas. Mitmachen.
Wende dich beim Fernglas, wende dich dem Fernglas zu, halte. Husten. Entschuldigung. Halte linke Maustaste gedrückt und drücke S, um dich zu Rachel zu gesellen. Ja. Das machen wir. Komisch, dass die Tipps jetzt wieder angezeigt werden. Ansehen. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. Wie jung der da noch war. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. Hier haben wir noch Umgebung. Das haben wir gesehen, oder? Oder gibt's da noch was Neues? She was so beautiful. Okay. Just like you. Dann gucken wir uns das ja. She was so alive. So passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families. Nichts von all. Sarah wasn't looking for any of that. All dem. She was looking for escape. I only saw what I wanted to see. Until it was almost too late. Und hier geht's weiter. Sarah became pregnant. I thought it would solve everything. And it did. Die kleine Rachel. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. Und wir können nochmal ansehen. This all feels like someone else's life. Whatever happens, Rachel, I'm here. Dann gucken wir mal weiter. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. Oh man. So eine Mutter zu haben. Was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Die Mutter wird ausgetauscht. Hier geht's weiter. Da können wir jetzt nicht nochmal drauf gehen. Nein, können wir nicht. Okay, dann geht's hier weiter. Ansehen. What you saw at the Overlook? Rachel, it was true, we kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd
gotten her life together. Finally. Yeah. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. Oh. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. Und jetzt will sie es wieder haben. Zu spät. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. Oha, das ändert natürlich alles. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Das ist nicht ihre Entscheidung. Warum nicht? Warum nicht? Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Das ist allerdings Rachel. Wahr. I think I need to lie down. Boah, das ist harter Tobak. Und das, obwohl Teenager ja eh schon genug mit ihren Gefühlen zu tun haben. Und dann auch noch so eine Nachricht. Boah. Das ist wirklich heftig. Regal mit Auszeichnungen. Eine Gruppen-SMS. I can't leave Rachel to deal with this alone. Aber wir gucken zuerst mal in... Wer ist es denn? Vorherige? Das hatten wir schon. Wenn du das nächste Mal von mir hörst, bin ich nicht mehr in Arcadia, genau wie du. So, nochmal ganz kurz räuspern. So. Max, ich dachte, das Merkwürdigste an den Ambers sei, wie normal sie sind. Sie wirken wie eine Familie aus einer schlechten Sitcom der 90er. Und ich tat mein Bestes, die Rolle der schrulligen und doch liebenswerten besten Freundin zu spielen. Ich sprach mit Rose, Rachels überraschend coole Mutter, und half ihr beim Tischdecken. Das Ziel war es, rein und rauszukommen, ohne eine Szene zu veranstalten, damit wir flüchten konnten. So viel dazu. Ich konnte einfach nicht dasitzen und Rachels betrügerischen Vater so arrogant tun lassen. Ich wies diesen selbstgerechten Arsch zurecht und brachte sogar Rachels Mutter gegen ihn auf. Dann drehte Rachel durch. Ich schätze, sie erträgt die Lügen nicht mehr. Sie erzählte ihrer Mutter, dass James mit dieser Frau rumgemacht hatte. Alle schrien herum und bevor ich mich versah, ging Rachel im Zerstörungsmodus auf den Tisch los. Dann kam endlich die Wahrheit heraus. Rachels Mutter gleich nicht ihre Mutter. Rachels echte Mutter gleich Paarknutscherei. Ich gleich umgehauen. Chloe, die schrullige und auch liebenswerte. Haben wir noch eine? Nein. Papa, Beschwerde, E-Mail verschicken wollte. Okay. Das ist dann hier.
So, okay, die habe ich jetzt alle noch nicht. Da ich ganz schnell durchgerannt bin, machen wir das eben mal so. Über Chloe wissen wir jetzt auch Bescheid. So, so, so. William. Frank. Dann, ganz schnell. Da habe ich jetzt natürlich keine, keine Einträge gelesen, da ich einfach das ganze Spiel nochmal kurz durchgerannt bin. Können wir hier auch schön mal. So, haben wir alles. Eine Gruppennachricht. Wo fängt's denn an? Rachel und Chloe, wo seid ihr zwei? Wir sind auf der Party der der Besetzung? Wir sind auf der Party der Besetzung? Verstehe ich nicht. Achso, ah, okay. Von dem Schauspiel, von dem Theaterstück. Ich habe Rachel schon 8-mal getextet. Hey, ich glaube nicht, dass wir noch kommen. Chloe, du solltest kommen. Yeah, Chloe. Du warst großartig, Süße. Von Hayden. Hey, Chloe, super gemacht. Danke, aber ich kann nicht. Aber du warst umwerfend. Ich gebe sogar zu, dass Mr. Keaton ein wenig enttäuscht gewirkt hat, als ich aufgetaucht bin. Im Ernst, komm einfach. Bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. So. Ja. Urlaubsfotos, Computer, haben wir alles schon angeguckt. Ich gehe mal hoch. Zu Rachel. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, was wir zu Rachels Date sagen können. Ich bin jetzt gerade so baff wie ihr. Und gespannt, wie es weitergeht. Do? Was? Do, see, do. Square Enix. Deck 9. Und schöne Masken. Oh, so ein sauberes, aufgeräumtes Zimmer. Da kann Chloe nur von träumen. Rachel? Und eine so zerstörte Rachel, eine so durcheinander konfuse Rachel. Oh Mann, das ist heftig. I need some way to show Rachel that I'm here for her. Aber drücke linke Maustaste, rechte Maustaste und der Zeitige Stil zu überprüfen für Rachel da sein. So, wir können jetzt hier das ganze Zeug hier nicht ungeschehen lassen. Wir müssen uns in Rachels Zimmer mal umgucken. Wir sind schließlich jetzt das erste Mal in Rachels Zimmer. Eine Stickerei. The Ying and Badass Yang of Rachel Amber. Mhm, before all else, be armed. Above all, remember, you are loved. Kann ich da noch was? Nein. Okay, eine Pinnwand. Was haben wir denn hier? Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Ja, das ist schon verdammt viel hier. Roadtrip, Casting Call. Und andere Dinge. Kann ich da ranzoomen? Nein. Okay. Eine Lampe. Abgehängt mit irgendwas. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Ach so, ah, okay. Verschönert. Eine Karte. Rachel's surrounded by so much love. Yet she seems so alone. To our wonderful daughter on the night of her first show. Break a leg. We love you, Mom and Dad. Break a leg, die mit dem Break a leg, Hals- und Beinbruch. Quasi nur Beinbruch in dem Fall. Ansehen. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Ah, yeah, okay. Cancer Leo, Lion Crab. Haha, verrückt. Was haben wir hier? Was? Nachtlicht. Sollen wir es mal einschalten? Wir sehen es erstmal an. Light. Okay, wir machen es mal an. This light needs more light. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Irgendwas über die Lampe hängen.
Nein, geht nicht. Hier hat's noch eine Sporttasche. Ist das unsere? We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Tja, jetzt sieht die Welt ganz anders aus. Extrem anders. Was? Ein Enneagramm. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Nicht wirklich. Was haben wir hier? Ein Koffer. Ein erste Hilfe-Koffer. You always be safe. Sure. But from who? Krass. Machen wir natürlich mal auf. Ha, kleines Notfallkit für einen Stromausfall oder so. Was haben wir hier? Rachel might not survive her family, but at least she'll survive the zombie apocalypse. Wasser. Taschenlampe. Bart juckt. Ah, damit können wir die Nachtlampe ein bisschen pimpen. Ein Tagebucheintrag und eine Nachricht von Mama. Wir sollten die vielleicht kurz lesen. Ah, jetzt wird hier wieder geschrieben. Tiki, tiki, tiki. Ja. Ist ja gut, wo fängt's denn an? Chloe, ich schließe nicht ab, falls du deinen Schlüssel vergessen haben solltest. Bitte komm nach Hause, ist auch egal, wenn es erst nach der Ausgangssperre ist. Wenn es nach der Ausgangssperre ist. Mama, ich kann gerade nicht. Bitte. Sie kann noch gerade nicht. Und wir haben einen Tagebucheintrag. Und wo? Hier? Wo ist Tagebuch? Hier? Ja. Vorherige müsste der neueste sein. Nein. Hä? Verdammt. Ich weiß jetzt nicht, welche die aktuelle Seite ist. Bin gerade etwas überfragt hier. Was kann man über eine Frau sagen, die so mysteriös ist, dass ihre eigene Tochter bis jetzt noch nie von ihr gehört hat? James erzählte uns, dass Sarah drogenabhängig ist und sich auf eine Menge verrückter Scheiße einließ. Und mit Drogen meine ich Überdosis und Tod in einer Gasse. Nicht, rauch mal einen Joint und guckt dabei Anime. Als Rachel ein Baby war, nahm sie Drogen, statt sich um Rachel zu kümmern. Die Dinge wurden so schlimm, dass James Rachel davon wegbringen musste. Das Komische ist, selbst als James von Sarahs furchtbaren Taten sprach, wirkte er immer noch auf sie fixiert, würde ich sagen. Man konnte sehen, welche Macht sie über ihn hat. Tatsächlich konnte ich nicht anders, als an Rachel zu denken, als er davon sprach, wie beliebt und faszinierend Sarah war. Ob James es auch sieht? Vielleicht hat er deshalb solche Angst vor ihr. Jedenfalls ist Sarah jetzt in Arcadia Bay und will Rachel treffen, nachdem sie jahrelang James Geld annahm und um wegzubleiben, will sie plötzlich eine Beziehung mit ihrer Tochter. James wirkt skeptisch und Rachel. Ich kann mir nicht mal vorstellen, was er gerade durchmacht. Okay, das müsste dieser Eintrag gewesen sein. So, dann haben wir hier noch eine Schublade. Und die öffnen wir aber erst in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich mache hier eine kleine Folgenpause. Denn Frau und Sohn müssten jetzt dann bald vom Einkaufen zurück sein. Und ja. Dann ist es wieder Kinderzeit. Kinder- und Daddy-Zeit. Ja, denn auch ich bin ein Daddy. Und ich will auch für meinen Sohn da sein. Deswegen mache ich hier eine kleine Folgenpause und wir sehen uns da wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Life is Strange. Und ja, ziemlich blöd gelaufen mit dem Safe Game. Kam. I could combine the flashlight and the nightlight to give Rachel a sick light show. Ja, da wären wir auch selber drauf gekommen. Ja, wie gesagt, sorry für diesen Anfang mit ohne
Dingens da mit ohne Speicherdatei, ohne Savegame. Ich bin schon ein bisschen durch den Wind hier. Musste gerade alles nochmal spielen. Aber ja, jetzt ist es wieder am Punkt angekommen. Das war noch hier von der Formatierung. Da hat es mir natürlich von C die Speicherdatei runtergezogen. Leider. Und ja, ist nicht so einfach. Ja, wie gesagt, wir sehen uns da wieder morgen in der nächsten Folge. Vielleicht auch übermorgen. Ich muss gucken, wann ich zum nächsten Mal zum Aufnehmen komme. Jetzt muss ich erstmal schneiden. Und dann ist Daddy-Zeit. Ja, und bis dahin, macht's mir gut, meine Freunde. Ciao.